Ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, es hat ein Bruch stattgefunden, denn die Mordpsychiatrie, die systematisches Umbringen in der Gaskammer und durch Totspritzen, systematisches Totspritzen, ist natürlich dann 49, nicht 45, sondern 49, 48, 49 beendet gewesen, auch systematisches Tothungern. Insofern darf man nicht einen Gleichstrich ziehen. Es ist auf alle Fälle ein Bruch geschehen. Aber andererseits sind natürlich die brachialen Entrechtungsmethoden und Foltermethoden, die gab es vorher schon und die gab es nachher schon. Nachher insbesondere mit der besonders grausamen Form der Lobotomie. Ja. Also grausame, zwangsweise Hirnverstümmelung. Dann kamen die verschiedenen Chemikalien, die man zwangsweise gegeben hat. Sowieso immer fixieren, sowieso immer alles mit Gewalt, intergeschlossen und so weiter. Das ist inzwischen lange, lange natürlich nicht anerkannt worden, wie auch die Opfer von der Zwangssterilisation und den Morden damals eigentlich erstmal nicht als Nazi-Mordopfer, Ärzte-Mordopfer gewertet wurden, sondern na, das war eine etwas übertriebene Praxis, so hat man das nach dem Krieg dann gedeutet. Aber es ist inzwischen eine wirklich gute neue Entwicklung seit 2013, dass der UN-Sonderberichterstatter über Folter, also sozusagen auf dem Juan Mendes, genau. Der hat festgestellt, dass das eben doch als Folter zu werten ist und dass alle diese Gesetze illegal sind und abgeschafft werden müssen. Und das ist die Kontinuität der Entrechtung und der brachialen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, nicht des Mordens. Deshalb kann man nicht das gleichsetzen. Das wäre immer ein großer Fehler. Das ist was anderes, wenn man plant, eine ganze Gruppe von Menschen auszurotten, als wenn man sie nur zum Stück Fleisch macht, was zwar leben soll, aber eben in der Verwahrung und als ein Stück hirnkrankes Fleisch irgendwie abgespritzt wird und so weiter. Das bekämpfen wir, das wird über drei Säulen abgesichert, legalisiert, illegal legalisiert, wie der Mendes ja sagt, das muss alles abgeschafft werden. Das ist einerseits das Psych-KGs, das ist andererseits das Betreuungsrecht und das ist eine dritte Säule, ist eben der 63er, gewisserweise die schärfste Säule, weil dann zwar, wenn Leute Straftaten begangen haben, die werden auch in einem Prozess erst untersucht, aber dann, wenn das für das Gericht sozusagen steht, hat dann eine erhebliche Straftat begangen, dann kommt er für indefiniert lange Zeit oder weggesperrt und kann zwangsbehandelt werden. Das erläutern wir aber alles in dem Flugblatt. Ich hoffe, dass ihr alle das mitnehmt und in Ruhe lest und dass man auch sieht, dass es nicht darum geht, wie jetzt bei Gustl Mollat. Viele sagen, ja, es müsste halt öfters begutachtet werden, es müsste wirklich alle Vierteljahr ein Gutachter drauf und immer ein anderer. Die schreiben sowieso alle voneinander ab und man kann kein psychiatrisches Wissen haben über die Zukunft. Und deswegen ist diese Veranstaltung hier eine reine Irritation, eine Irreführung, Indoktrination, gegen die wir hier unsere Demonstration jetzt gemacht haben. Meines Wissens die erste öffentliche Manifestation gegen den Paragraph 63 als illegales Gesetz, weil es nach der Behindertenrechtskonvention gar nicht mehr sein dürfte oder darf.